Ich bin Mira. Als Politikwissenschaftlerin ist für mich die Frage zentral, wie wir als Demokratie gut in die Zukunft gehen können, wie wir die Zukunft langfristig gestalten, Visionen haben und gemeinsam sagen, da wollen wir hin. Das Ding ist, ich sehe es gerade nicht. Das Klimapaket der Bundesregierung im letzten Jahr war absolut unangemessen, was die Fakten der Klimakrise angeht. Die Fakten sind da. Wir können darüber nicht verhandeln. Wir müssen darüber reden, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Aber die Fakten stehen nicht zur Debatte. Und dann war ich in Frankreich die letzten 2 Jahre und habe dort gesehen, wie ein Bürgerrat zur Klimapolitik auf demokratische Art und Weise Zukunftsvisionen entwickelt hat. Einfache Leute, Bürgerinnen wie du und ich, deine Eltern, eine Freundin, eine Oma, stell dir das vor. Zufällig ausgewählte Leute kommen zusammen, hören die Informationen aus der Wissenschaft und sagen, ja, wir sind bereit, ambitionierte Klimapolitik durchzusetzen. Wir wollen das und gehen damit an die Politik. Und das macht mir Hoffnung, dass wir mehr Demokratie für guten Klimaschutz brauchen. Dass wir sagen, wir müssen einander vertrauen, wir müssen gemeinsam miteinander reden und dann geht es auch. Und das, davon bin ich überzeugt, das brauchen wir auch in Deutschland. Ein Bürgerrat zur Klimapolitik, der Politik sagt, wir brauchen mehr. Und deshalb machen wir eine Petition an den Deutschen Bundestag, die ist jetzt online. Unterschreib sie jetzt, teile sie mit allen, die du kennst und gemeinsam schaffen wir das.